Hi und herzlich willkommen auf Renjas Backwelt. Heute gibt es einen einfachen, jedoch super leckeren Mandelkuchen, der immer wieder gut ankommt. Und dafür nehme ich 250 Gramm Mehl, 3 Teelöffel Backpulver, 200 Gramm gemahlene Mandeln, 100 Gramm Mandelstifte, 350 Milliliter Milch, 170 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 4 Eier, 250 Gramm weiche Butter und 70 Gramm Schokoraspeln. Zuerst schlage ich die Butter mit dem Zucker sowie dem Vanillezucker cremig auf. Dann gebe ich nach und nach die Eier dazu. Das Backpulver vermische ich mit den gemahlenen Mandeln sowie mit dem Mehl und rühre das Gemisch im Wechsel mit der Milch in die Masse. Jetzt hebe ich die Mandelstifte und die Schokoraspeln unter den Teig und fülle ihn anschließend in eine 26er Springform, die ich mit Backpapier ausgelegt habe. Zum Schluss bestreue ich den Teig noch mit ca. 80 Gramm Mandelblättchen und dann geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 55 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Die letzten 15 Minuten Backzeit decke ich den Kuchen mit Backpapier ab, damit die Mandelblättchen nicht zu so dunkel werden. Und vergiss die Stäbchenprobe nicht. So, der Mandelkuchen ist fertig und natürlich geht das erste Stück wieder an euch. Einfach, schön weich und total lecker. Probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.